haben wir... Fehlerhafte Evolution hätten wir da. 55 Monstrositäten eliminieren. Ja, von mir aus. Ja? Ja. Okay, dann initialisiere ich mal. Alien Gaming ist bereit. Ich will aber nicht mit Alien Gaming. Kannst du da mit rein? Im Moment werden mir keine Teilnehmer angezeigt. Okay. Also dieses Miteinander spielen, also dieses Multiplayer, ne? Boah. Mal geht's, mal... Das letzte Mal, wo wir einfach mal so just for fun drin waren. Optimal. Ja. Schau noch mal, ob du jetzt reinkommst. Nee. Das Dumme ist halt auch nicht. Ich initialisiere die mal. Ja. Ja, also ich hab's. Aber jetzt steht bei mir ins Nest. Hacke eine Wächtersäule. Das gibt's doch nicht. Ja, ins Nest, ja. Dann initialisiere ich die. Okay, mach mal. Hab ich. Okay. Du tauchst nicht auf, du tauchst nicht auf. Lalalala. Keine Teilnehmer registriert, das gibt's doch nicht. Ja, ne, das ist KG. So, ich verlasse jetzt das Game nochmal. Du hast die Schnauze voll. Ja. Das kann's echt nicht sein, ey. Okay, wenn du das Game verlässt, dann tue ich jetzt mal meine Sachen auf mein Raumschiff packen. Es ist schade, dass man über das Portal zwar auf sein Schiff kommt, aber nicht über das Portal wieder hier auf den Nexus. Da musst du jedes Mal hinfliegen. Ich hüpf mal schnell in meinen... Warum habe ich jetzt Alien Gaming hier drin? Also ich bin jetzt wieder auf dem Nexus und bin... Ja, Alien Gaming ist gerade mit dabei. Und warum das? Keine Ahnung. Hat sich halt reingesneakt. Reingesneakt. Ist es okay, wenn ich mal ganz kurz auf mein Schiff hüpf? Ja. Klar. Weil ich schmeiß die Sachen einfach nur wahllos jetzt halt mal in meine Kisten. Ja, hast du deinen Frachter außen dran stehen? Nein. Aber das ist doch egal. Ich kann mir doch den Nexus herholen. Ach, du meinst, dass ich dann auf einem anderen Nexus bin, ne? Naja, ich bin jetzt in dein System geworbt. Oh, cool. Glaube ich. Herzlich willkommen in meinem System. Ja. Du bist jetzt gerade auf deinem Frachter, ne? Kann das sein? Ich bin gerade auf meinem Frachter, ja. Dann sehe ich dich gerade auf und dein Frachter. Ich lande mal. Also ich... Mach das. Ich dringe in dich ein, in deinen Frachter ein. Achtung. Achtung, und? Spürst du es schon? Ja, es jetzt reibt. Bin ich drin. Oh Mann. Also wenn jemand kaputt ist, dann sind's wir. Und wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, der läuft am Leben vorbei. Das ist. Dann tue ich das auch hier rüber. Verdächtiges Dingsbums tue ich dann auch hier rüber. Wo hat mich das jetzt hin transferiert? Achso, nee, stimmt schon. Klar, wenn ich Silber und sowas, dann habe ich ja immer eine Angabe drin. Mit, keine Ahnung, wie viel 100.000 ich da reinbringe. Oh. Wo bist du eigentlich gerade? Weil ich bin jetzt gerade in deinem Lagerraum. Ich bin nicht im Lager. Ich stehe vorne auf der Brücke und schiebe alles rüber. Jetzt ist schon wieder, hat das System verlassen. So.
Ja, du tauchst auf, bist weg, tauchst auf, bist weg, tauchst auf, bist weg. Es kotzt einfach nur an. So, haben wir jetzt da noch? Im Grunde habe ich jetzt halt mich schon ganz gut leer gemacht. Das passt schon. Mal schauen, kann ich das noch? Okay, dann hat es das wenigstens übereinander hoffentlich. Nee, hat es nicht. Oh nein. So. Passt schon. Ah, du stehst vor mir, stehst nicht mehr da. Ja. In einem Moment bist du da, im nächsten nicht. Habe ich den da eigentlich schon ausgebaut? Oh nee, habe ich nicht. Das Raumschiff hat ja eigentlich alles noch in Reparatur. Den werde ich vielleicht auch verschrotten einfach. Wie, was verschrotten? Ein Schiff. Ach so. Ja, ja, ein Raumschiff halt, was ich irgendwo mal geborgen habe. Und bis ich das ausbaue, nee, dann tue ich es verschrotten, habe ein bisschen Geld dafür und dann passt es schon. Das ist jetzt halt auch nur ein C-Klasse. Da gibt's andere nice Sachen, die man finden kann. Ja. Bist du rausgeflogen? Oder? Ja, jetzt gerade im Moment. Ah, du bist der blaue Punkt. Ups. Nicht trinken und fliegen. Das gilt auch für Kaffee. Was? Don't drink and drive? Ja. Oder don't drink and fly? Jetzt schießt er an mir vorbei. Ja, aber nur ein kleines Stück. Warte mal, kann ich dich jetzt... Ah, jetzt kriegst du keinen Schaden mehr, okay. Das ist gut. Also, Nexus, ne? Probieren wir es nochmal. Ja. Mit der Nexus-Nudel. Siehst du die dann jetzt auch, den Nexus, wenn ich den spawnen lasse? Nein. Der ist immer nur für jeden Einzelnen. Ich sehe deinen Nexus nicht und du siehst meine nicht. Okay. So, ich dringe ein in den Nexus. Ich bin schon drin. Ich bin auch gleich beim Anschlag. Aber ich sehe dich nicht. Oder sehe ich dich? Ich sehe dich. Ah, doch, ich sehe dich. Denke ich. Du kommst gerade eigentlich rein, aber du hängst irgendwie. Ich habe geparkt. Bei mir ist gerade alles eingefroren. Es bewegt sich keiner und nichts. Du bist gerade über mich weggeflogen, kann das sein? Uralte Knochen frei. Ich initialisiere mal. Kannst du dann reinkommen? Uralte Knochen freilegen, jawohl. Keine Teilnehmer registriert. So, das heißt wieder mal ein bisschen warten. Tja, das ist nicht so einfach mit dem Multiplayer hier, ne? Es gibt so Tage. Ja, ne, wird ist nix. Wird nichts, ne? Also es taucht nicht auf. Ich würde dann gerne uralte Knochen freilegen, weil die bringen ja auch Geld. Initialisier du doch mal. Okay, ich initialisiere. Kommen wir ins gleiche System, wenn du die frei jetzt startest und ich sie starte? Nee, ne? Keine Ahnung, wir sehen uns ja dann nicht. Das stimmt, ja. Ich beende jetzt das Game mal komplett. Ja, auch noch? Ja, ist mir jetzt egal. Soll ich das dann auch mal machen? Nee, lass mal. Ich hätte ja ein neues Spiel anfangen können, ne? Mit gar nichts. Hättest du auch. Wir hätten auch beide machen können. Nee, Alter, das ist zu... Nee. Nee. Never. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ich finde es immer recht spaßig. Erst am Anfang da am Planeten zu stehen und dann zu hoffen, dass man es überlebt. Ja. Das ist, ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal den Hardcore-Mode anfange, wo dann wirklich der Spielstand auch gelöscht wird, wenn du stirbst.
Nee. Und da kriegst du halt fast nichts an Geld und ja, Ressourcen sind auch nicht so ergiebig. Nee, wenn ich schmerzen will, dann hau ich mir aufs Schienbein. Ich ja, vergehe noch wieder. Kann auch Spaß machen. Ja, oder hau mir irgendwo einen kleinen Zeh an der Tischkante an oder so. Außer, sag das nicht, das ist mir letztens passiert, ey. Ich habe 3 Tage lang fast nicht auftreten können. Naja, für einen Gamer ja jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, ne? Nein. Außer du stehst beim Zocken. So ein Laufband. Das wäre doch was. Laufbandzocker. Ja, ja, so ein höhenverstellbaren Tisch. Und dann stellst du dir ein Laufband vor den PC und dann kannst du während dem Zocken laufen. Ich möchte nicht wissen, versuch da mal zu aimen, während du läufst. Das ist alles eine Konzentrationssache. Ja, ne. Aber ich meine, dein Aim ist es ja so, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ich meine, das ist vielleicht ist er dann sogar besser. Ach so, meinst du, weil es interaktiver ist, oder wie? Ja, genau, ja. Ah. Weil das Laufen, das dann das gleichzeitige, das ausgleicht. Ach so. Ja, vielleicht bist du einfach, ja, der geborene Läufer dann und beim Aimen. VR, muss mal VR ausprobieren. Vielleicht ist das eher so dein Ding. Ich habe es mir tatsächlich überlegt, aber ich glaube, ich werde mich erstmal übergeben nach einer halben Stunde, wenn ich dieses Ding aufhabe. Krass, krass, absolut krass. Ich hab mal auch so eine Brille aufgehabt, beziehungsweise schau dir mal Gameplays an von VR. VR. Alter. Ey, mir ist so schlecht geworden, ne? Allein nur beim Zugucken. Ja. Ey, krass. Krass. Dann habe ich mir überlegt so, ich war es ja nicht, ne? Ich war da noch 2-3 Jährchen. Dann ist es zum einen günstiger und zum anderen ist dann wahrscheinlich die Technik auch nochmal um einiges besser. So, jetzt bin ich komplett alleine im Nexus. Tja, arme Sau. Ja. Ich bin letztens im Nexus gelandet und bin dann nach unten gefallen. Also ich war dann weit unter meinem Schiff und musste mich dann mit dem Jetpack hochfliegen, dass ich wieder mein Schiff betreten konnte. Ach was. Ja. Hatte ich auch schon, ja. Da war der komplette Boden quasi vom Nexus war durchsichtig. Der war nur so neblig. So wie es dann halt da vorne siehst, ne, im Eingang. Ja. Aber nur, dass dann unten nichts war. Also nichts zu sehen war. So, also. Dann holen wir uns nochmal den Nexus her und fliegen nochmal rein. Und dann bitte, 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 lass es jetzt funktionieren. Ich sehe dich. Du landest. Ja, das ist ja schon mal was. Ist ja schon mal etwas, dass wir im gleichen Nexus sind. Ja. So, du hast die Anomalie betreten und verlassen. Also ich sehe dich, hüpf mal. Hüpf. Nee, stehst schon wieder wie angewurzelt, wie Freeze stehst du dort. Also ich habe uralte Knochen freiliegen, ich initialisiere mal und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann... Ja. Oh. Ich habe einen Sigurd hier. Achso, nee, das ist jetzt halt... Ich habe jetzt halt die blumige Bedrohung da, gefährliche Flora eliminieren. Was? Weil da war irgendein Sigurd, war da in der Aufgabe, die du gesagt hast. Naja, dann initialisier du doch. Was hast denn du jetzt eigentlich gefährliche da? Gefährliche Flora eliminieren habe ich jetzt da. Okay. Schon wieder. Nee, jetzt ist das Rückgrat der Geschichte, uralte Knochen freilegen. Okay, dann bin ich jetzt da drin. Okay. Aber ich habe keine Teilnehmer registriert. Ich auch nicht. Soll ich mal initialisieren? Ja. Hab ich. Das gibt's doch nicht. Ja, vor allem, das Spiel ist doch normalerweise darauf ausgelegt, dass wenn jemand startet, dass du dann beitreten kannst. Das gibt's doch nicht. Aber dass das dann nicht angezeigt wird. Nee, du findest mich anscheinend nicht, ne? Nee, keine Teilnehmer.
Musst du vielleicht auch initialisieren? Nee, weil dann machen wir ja beide eine Lobby auf. Ja. Okay, dann schaue ich mal, ob ich bei dir beitreten kann. Dazu müsste ich initialisieren, Moment. Ja. Also, ich habe initialisiert. Rückgrat der Geschichte. Keine Teilnehmer registriert. Oh Mann. Es langweilt nur noch. Es langweilt einfach nur. Ja. Jedes Mal, wenn es um was geht, in diesem wunderbaren Game, funktioniert es. Ich habe schon wieder Quong Giul, habe ich jetzt da stehen, der initialisiert hat. Nee. Jetzt habe ich wieder gefährliche. Ja, jetzt habe ich wieder Rückgrat der Geschichte. Nee. Keine Teilnehmer. Aber jetzt würde mich mal interessieren. Ja, gut. Das ist doch so komisch! Das funktioniert! Guck! Das funktioniert dann wieder! Schmeiß es einfach raus oder lösch es oder. Mir egal. Die Navi-Daten? Das ist doch was ich sowieso die ganze Zeit sammle. Ja, das ist ja. Das kriegst du ja wie Heu hinterhergeschmissen. Ja. Aber. Das funktioniert. Du stehst im Freeze vor mir. Es bewegt sich nichts in diesem Nexus. Wir können nicht für eine Mission miteinander connecten. Ich sehe dich noch nicht einmal. Aber das geht. Komm, wir fliegen jetzt beide nochmal raus aus der Anomalie und fliegen beide nochmal rein. Ja. Wo wohnt meine... Da. Ach ja, ich bin auch gerade zum falschen Raumschiff geflogen. Ah ja, gut, mich sieht ja eh keiner. Ah, ist ja eh alles im Freeze. So, ich bin raus. Ja, ich auch. So, ich bin raus, hab die Anomalie jetzt gleich wieder zu mir hergeholt und jetzt fliege ich gleich wieder eigentlich straight rein. Okay. Anomalation hier. So, also. Ich bin jetzt wieder drin. Also ich fliege gerade rein. Ja, ich dringe auch gerade ein. Ja genau, hat die Anomalie betreten. Ja, und hier steht bei mir, hat das System verlassen. hat die Anomalie verlassen. Es steht halt immer kein Name mit dabei, es steht immer nur hat verlassen oder hat betreten. Nee, bei mir aber steht Orbus, hat die Anomalie verlassen. Und bei mir betreten. Steht immer kein Name. Aber ja, jetzt habe ich dich laufen sehen, aber jetzt bist du schon wieder verschwunden. Also wir haben jetzt die Anomalie anscheinend für uns. Anscheinend, ja. Und jetzt machen wir doch mal Monstrositäten erledigen. So, ich initialisiere. Mhm. Sandmann, Mission... Oh. Warst du wieder weg? Jetzt wollte ich gerade initialisieren. Beitreten. Jetzt. Zack, jetzt. Ah. Yes. Mission beginnt in 1-0. Mission gestartet. Also können wir jetzt loslegen, ja? Endlich. Ja, mit. Nach einer halben Stunde oder sowas, keine Ahnung. Brutalsten Komplikation. Alter, ich kann. Nee. Ja, das ist, komplikationiert. Okay. Komplizikationiert, ja. Bitte, lass es wenigstens ein Planeten sein, den man einigermaßen betreten kann. Ja. Eine Flachwelt. Eine Scheibenwelt, bitte. Ja. Das ist Wasser, da kann man nicht landen. Im Wasser kann man nicht landen, ne? Hui! Ich wäre aber fast, Mann, oh Mann. Was? Position nicht im Multiplayer, was?
Warum? Da vorne ist irgendwie so ein Terminal. Oder? Doch, Ziel erfasst in 313 Metern. Da ist irgendwie eine Insel. Was meinen die eigentlich mit Monstrositäten? Naja, die, weißt schon, die Eier, die flüsternden. Ach so. Naja. Ach, und dann sind da noch Wächter, ne? Das ist ja toll. Da sollst du gegen diese Monstrositäten kämpfen und gleichzeitig mit den Wächtern. Also dein Schiff sehe ich. Ja, du landest ja genau drin. Nee, daneben. Du machst jetzt schon die Monstrosität kalt, oder? Ja. Ach so. Ui, und zum Glück. Hups. Schlägt der Wächter nicht drauf an? Bei mir schon. Oh, doch, ja, jetzt. Naja, dann nehme ich da noch ein paar Glaskapseln mit. Juhu! Oh. Was habe ich denn jetzt? Planetenkarte erhalten? Das will ich doch gar nicht. Wächtersuche. Ich hasse diese Reparaturdrohnen. Ja, die sind mies. Gab's aber auch nicht von Anfang an, ne? Nee, aber irgendwie finde ich's cool. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin schon lang fertig. Ich genieße gerade meine Überlegenheit. Hey, da läufst du ja rum. Ja, ne? Oh, diese dumme Reparaturdrohne. Ui, hallo. Also die blaue Drohne ist meine, ne? Ja, ja, das ist klar. Okay. Die nervt mich auch manchmal, ganz ehrlich. Also in dem anderen Spielstand habe ich ja auch diese Drohne, ne? Und immer wenn ich scanne, dann stellt sich diese Wächterdrohne vor mich. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Bist du reingegangen? Ja. Warum? Willst du dir die Fabrik holen? Ups! Ich hab die Koordinaten runtergeladen. Hast du die Daten runtergeholt? Mhm. Schlingel. Mal ganz alleine gemacht hier. Aber wir sind doch schon fertig. Wir müssen doch zu den markierten Koordinaten. Lass uns doch hier abhauen. Komm. Oder willst du noch weitermachen? Das macht Spaß, wie es die zerfetzt. Diese Alienbrut. Ja, mir ist egal. Wir können auch weitermachen. Aber... Nee, passt schon. Antike Ruinenstätte. Ist es wirklich schon zu Ende? Finde den Befall, folge den markierten Koordinaten, habe ich. Ne, bei mir steht noch Monstrositätenjagen. Und hier steht plötzlich ein. Ist hier plötzlich ein anderer gelandet. Also so ein NPC. Ne, ich habe mich, glaube ich, zu viel mit den Drohnen beschäftigt. Das war das Problem. Ach so, ich muss da rein, deswegen. Jetzt. Musste da rein noch ins Gebäude, das habe ich nicht mitbekommen. Da. War
alles wieder aufladen hier. Boxen looten. Ich glaube, du lootest schon gar keine Boxen mehr, oder? Nee. Für was? So, oh, schmutzige Terminal, Mann, flackert auf. Koordinaten herunterlöden. Ja, mein Dröhnchen, wenn du hier reinkommst, dann ist es... Oh, wo ist die Box? Ja, das ist halt dann der Nachteil. Ich muss erstmal die Wächter loswerden. So, ich komme zurück. Nee, nee, passt schon. Ich habe... finde den Befall, folge den markierten Koordinaten, habe ich ja, jetzt auch. Ja, ich fliege jetzt auch zum zweiten Punkt. Oh, nicht die Kapsel liegen lassen. Aber ich musste jetzt erstmal die Wächter loswerden, sonst kannst du ja nicht landen. Wenn dir die Wächterdrohne in der Marsch hängen, kannst du nicht landen. Ja. So, ich bin gestartet. Oh mein. Ah, da ist es. Falle von Sachurst heißt dein. Heißt das Städtchen da. Hä? Wo muss ich denn hin? Ach, da ist das Ei. Ankunft in 35 Sekunden. Ich habe einen Wächterabfangjäger hinter mir. Ja, geh in den Orbit und. Mach den weg. Nee, nicht angreifen, sondern einfach. Davon einfach wegfliegen. Fliegen. Ja. Und dann komm zurück, ich warte so lange auf dich. Ah, ich glaube, er hat. Er hat mich schon in Ruhe gelassen. Nee, hat er nicht. Oh. Da. Ah, jetzt ist der Pfeil weg. So. Jetzt muss ich bloß den Punkt wieder finden. Nein. Da ist er. Wächter-Frachtscan eingeleitet bei dir. Scanne die gerade deine Fracht? Ob du illegale Substanzen mitführst. Bei mir? Hm? Nö. Es wird doch nichts gescannt. Hä? Was kommen jetzt da plötzlich für Schiffe? Och, jetzt habe ich doch diesen Wächter noch bei... Der ist plötzlich wieder aufgetaucht, dieser Wächter. Wächterling. Na komm, lass mich wegspringen, wenigstens ein kleines Stück. Und dann springe ich ruckzuck wieder zurück. Sag mal, der klebt mir aber auch wirklich am Arsch hier. Ah, jetzt kann ich mal einen Sprung machen. Jetzt müsste es eigentlich passen. So, ich springe jetzt direkt zum Ei, Ort des Befalls. Mhm. Reisemeilenstein, was habe ich jetzt da? Quellgeist, 10 Wächter zerstört, goldig, ja? Ist das nicht goldig? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ja, also ah, auf jeden Fall. Spielstand weiß ich auch nicht, wie viel ich da habe, aber Massen. Ich glaube, das wird schon gar nicht mehr angezeigt. Da kommst du angeflogen. Angerotzt mit meinem riesen Ding. Oh, das ist ein Labor oder sowas. Schießt du jetzt die Schiffe an? Nee, ich hab dich ja geschossen. Na, ich hab gedacht, du schießt auf die zwei Schiffe, die da vorbeifliegen. Mich kannst du ja nicht anschießen. So, was machst du jetzt? Ach so, noch mehr Monstrositäten. Kann es sein, dass die ein bisschen stärker werden? Was hast denn du eigentlich für eine Wumme? Ach so, du bist mir... Oh, ich hasse dieses Ding. Ich komme damit nicht klar, ne? Wieso? Ich komme damit nicht klar. Die Steuerung ist total für einen Lokus. Wenig Munition? Warum kann ich jetzt gar nicht mehr schießen? Ich bin gestorben. Warum kann ich nicht mehr schießen? Weiß ich nicht. Achso, keine Munition im Inventar. Ne, das ist ja auch nicht schlecht. Ist ja lustig. Der macht mit Minenlaser.